Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir als AfD, wir fordern seit geraumer Zeit eine Mehrwertsteuersenkung, und dieses unser Anliegen wird nicht dadurch falsch, dass es nun auch ein linker Ministerpräsident fordert. Allerdings müssen Sie, Herr Ministerpräsident, sich fragen lassen, was Sie denn eigentlich in den letzten fast 4 Jahren dieser Legislatur gemacht haben. Von Entlastung für Familien ist nicht zu spüren, und für eine Mehrwertsteuersenkung haben Sie sich bislang in den letzten 4 Jahren erst recht nicht eingesetzt. Aber jetzt, wo so langsam der Wahlkampf anläuft, in Bayern merkt man das ja schon, hier in Thüringen kann man von der Vorwahlkampfzeit sprechen, da fällt Ihnen natürlich wieder ein, was Sie als Linke immer wieder für soziale Wohltaten versprechen könnten. Ich gebe zu, Sie erinnern mich ein wenig an den Glück- und erfolglosen Jener noch Oberbürgermeister Albrecht Schröter, der allen Ernstes mit kostenlosen Kindertickets Wahlkampf gemacht hat, wo doch jeder wusste, dass er diese Tickets schon seit mehr als 10 Jahren hätte einführen können, wenn er denn gewollt hätte. 10 Jahre lang Zeit hatten Sie noch nicht, aber ein bisschen mehr Zeit, genug Zeit hatten Sie. Und bislang haben Sie nichts unternommen, im Gegenteil. Und jetzt in der Vorwahlkampfzeit lassen Sie sich mit den Worten zitieren, dass für Hundefutter 7% Mehrwertsteuer gezahlt wird, aber auf Schulessen 19%, das will ich nicht verstehen. Das wollen Sie nicht verstehen. Sie wollen also nicht verstehen, warum in Thüringen auf Schulessen 19% Mehrwertsteuer gezahlt wird. Das kann ich wiederum ganz gut verstehen, denn Sie als Ministerpräsident und die regierungstragenden Fraktionen, Sie sind selbst daran schuld. Sie sind schuld daran, dass in Thüringen auf Schulessen eine Mehrwertsteuer von 19% gezahlt wird, und Sie sind daran schuld, dass die Landesregierung sich nicht für eine Senkung einsetzt. Ich möchte Ihnen das auch gerne erläutern, falls Ihr Gedächtnis da hakt. Bereits im August 2016 reichte die AfD-Fraktion einen Alternativantrag in dieses Plenum ein, in dem zu lesen war, ich zitiere wörtlich, der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für eine generelle Besteuerung der Schulverpflegung mit einem Steuersatz von 7% einzusetzen. Ein schöner Antrag, der genau das beinhaltete, was Sie jetzt fast 2 Jahre später hinausposaunen. Diese Forderung, die Sie sich jetzt, besser spät als nie, zu eigen machen, diese Forderung wurde vor ungefähr einem Jahr hier im Plenarsaal in namentlicher Abstimmung von allen Fraktionen außer der AfD-Fraktion abgelehnt. Wir haben es also schwarz auf weiß. Sie und Ihre Fraktion haben sich explizit gegen eine Mehrwertsteuersenkung auf 7% ausgesprochen. Sie haben gegen eine Mehrwertsteuersenkung gestimmt und damit einen wichtigen Schritt zur Entlastung von Familien blockiert. Wenn Sie jetzt also Ihre Haltung ändern, dann sagen Sie dann wenigstens Danke, AfD, für die gute Vorarbeit, und DIE LINKE stellt sich hinten an. Ich sage aber auch, dass die alleinige Forderung nach einer Mehrwertsteuersenkung nur für kinderspezifische Produkte für uns nicht weit genug geht. Die Steuerbelastung als solche für Familien ist in Deutschland extrem hoch. In dem Fall kann man sich natürlich besonders bei der CDU bedanken. Allerdings, Herr Pidde, bei Ihren ganzen Ausführungen, was die SPD angeblich alles Dolles für Familien gemacht hat, habe ich ein bisschen die Ausführung vermisst, wer denn das letzte Mal die Mehrwertsteuer in Deutschland erhöht hat. Ich glaube, da war die SPD auch mit dabei. Wie dem auch sei, der Fraktionsvorsitzende der CDU, Mike Moring, lässt sich gerne damit zitieren, dass man die Belastung von Familien ganzheitlich betrachten müsse. Galant unter den Tisch fallen lässt er dann eben, wer bundesweit in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich für die familienfeindliche Steuerpolitik im Bund verantwortlich war. Ich sage es gerne noch einmal, es war vor allem die CDU, teilweise assistiert von der SPD. Wir als AfD, wir fordern die Absenkung der allgemeinen Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte, nachzulesen unter anderem in unserem Grundsatzprogramm. Das ist wichtig, weil Familien naturgemäß aus einem oder zwei Gehältern viel mehr einkaufen müssen als Singles oder Paare, die eben keine Kinder haben. Das ist wichtig, weil die Mehrwertsteuer seit ihrer Einführung in den 60er Jahren von 10% auf 19% angehoben wurde und eben auch nach Meinung des Bundesverfassungsgerichts Familien besonders belastet. Das heißt, für uns als AfD, die Konsequenz daraus ist, ein schlanker, familienfreundlicher Staat belässt Familien über eine niedrige Mehrwertsteuer möglichst viel von ihrem Geld, und das ist das Programm der AfD. Wir setzen uns darüber hinaus nicht nur für ein Familiengeld hier in Thüringen ein, sondern auch bundesweit für ein Familiensplitting, damit eben die Leistungsträger in unserer Gesellschaft dauerhaft entlastet und gerecht behandelt werden. Das Familienprogramm der AfD heißt Familien zuerst. Und dieses Programm werden wir umfassend umsetzen, sofern wir durch den Bürger die Gelegenheit dazu erhalten. Vielen Dank.